Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im Supermarket Simulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. In der letzten Folge haben wir ein paar Mods getestet. Ich fand die sehr gut. Wir haben mehr Kunden gehabt, wir haben mehr Umsatz gehabt und hatten schnellere Kassierer. Vielen Dank für die ganzen Däumchen, auch für die ganzen Kommentare. Und wir werden jetzt einfach mal wieder den Laden eröffnen. So, die ersten Kunden stiefeln schon rein. Moin. Und dann werden wir uns mal anschauen, wie sich das heute verhält, ob wir dann am Ende des Tages ein volles Lager haben und gleichzeitig überall voller Artikel. Ne? Das ist natürlich auch mal sehr, sehr wichtig, denn Angebot und Nachfrage ist ja gerade im Laden sehr, sehr wichtig. Ne? Kennt ihr ja. Wenn ihr irgendwo hingeht, wollt ihr was günstig kaufen oder halt auch was da haben, schauen wir mal, dass es soweit wird. Ich glaube, wir haben jetzt auch von allen Artikeln wieder was da. Das heißt, die werden ein bisschen weniger meckern. Aber ich glaube, der grüne Tee, den haben wir nicht da. Den haben wir, glaube ich, noch nicht einsortiert. Oder ich habe den da falsch einsortiert. Das kann natürlich auch sein. Guck mal. Wasser, Wasser. Wieso haben wir denn Wasser da oben? Das ist, glaube ich, falsch. Ach, das ist das andere Wasser. Stimmt. Guck mal. Aber wo habe ich denn den grünen Tee platziert? Den habe ich noch gar nicht eingebaut. Den müssen wir auf jeden Fall da bei der nächsten Bestellung auf jeden Fall mit reinhauen. Wir müssen was für 3.400 Euro bestellen. Ist natürlich jetzt nicht so günstig, aber ich glaube, dass wir das an diesem Tag hinbekommen, dass wir zum Ende des Tages natürlich möglichst viel verkaufen und auch gleichzeitig noch eine Bestellung auslösen können, damit wir ja, den Laden hier voll kriegen, ne? An Artikeln. Wir haben natürlich noch jede Menge Platz, wir haben noch jede Menge ja, Waren, die wir hier unterbringen könnten. Und die wollen wir dann auch nach und nach freischalten. Hier haben wir auch noch ein bisschen Platz im Kühlschrank. Und ansonsten, was ist das denn hier? Ach, die Eier haben wir gar nicht mehr. Das war die 12er, ne? Ja, und hier der grüne Tee, ne? Da werden sie wieder meckern hier. Mann, Mann, Mann. Die alten Teeschlürfer. Und die Preise, wie gesagt. Da haben wir jetzt zum Beispiel den Marktpreis, ne? Bei dem jetzt hier sind wir ein bisschen drüber, ne? Also es ist immer auf die nächsten 10 Cent gerundet. Nach oben und das finde ich so, glaube ich, so als Grundrichtung schon ganz gut. Ne? Ja. Und auch die schnelleren Kassierer machen sich deutlich bemerkbar. Ne? Also das sieht man dann schon mal. Ne? So, gucken wir mal. So, Wodka ist da, ist alles da. Hier unten fehlt das Fassbier. Haben wir es echt nicht mehr da gehabt? Warte mal, oder ist nicht noch am Auffüllen? Nee, Fassbier war echt schon wieder alle. Ich glaube, da müssen wir vielleicht das Fassbier nochmal woanders einlagern, ne? Was kosten die nächste Lagererweiterung? Lass uns mal gucken. Da müssen wir vielleicht auch nochmal wieder ummodeln hier, ne? So, ich gehe mal raus. 91 Artikel würden wir gleich bestellen. Das Lager kostet 2,2. Ach, das geht ja eigentlich. Aber es gibt auch noch so ein Storage-Update. Das heißt, wenn das irgendwie zu klein sein sollte, gibt es da nochmal was. Und dann könnten wir das machen. Irgendwas mit Bio-Eier fehlt wieder. So, wir haben schon wieder 1000 Euro zusammen. Das sieht recht gut aus. Und hier werden die Artikel über die Kasse geschoben, ne? Eieiei, junge Frau, nehmen Sie alles mit, ne? Was Sie brauchen. Rabatte, Rabatte, Rabatte. Ach, guck mal, Teaplace, da waren sie wieder, ne? Ach, die Leute mit ihrem grünen Tee, ne? So, hier wird auch fleißig weiter gekauft. Das passt auf jeden Fall auch ganz gut. Die Kassen klingeln. Ja, die Bio-Eier gibt es ab morgen wieder. Nimm sie einen 6er-Pack, ne? Oder einen 8er. So, 1,7 haben wir schon wieder zusammen. Boah, guck mal, die Leute hier. Das Kalbschnitzel. Was ist das hier? Nee, oder? Das ist Kalbskotelett, ne? Oh ja. Das ist nochmal sehr beliebt. Und werden direkt wieder aufgefüllt, ne? Die werden direkt wieder aufgefüllt. Guck mal hier. Die Hähnchen, Leute. Die sind schon wieder alle weg. Habe ich die schon bestellt hier in meiner Bestellung? Ich guck mal gerade. Aber ich glaube schon, ne? So ein paar Sachen haben wir bestellt. Haben wir irgendwo Hähnchen? Chicken, Chicken, Chicken. Ja, haben wir, glaube ich. Ich glaube, ja. Müssen wir gleich mal gucken, Leute. So, 2190 Euronen haben wir schon wieder. Ja, das geht nicht so gut weg hier. Der Tumus, ne? Ach, ich könnte vielleicht auch noch die Preise nochmal anders einstellen. Vielleicht so 20 Cent höher. Da werden wir noch ein bisschen mehr Umsatz machen, ne? Es ist ja nur der Marktpreis, ne? Das ist ja jetzt im Endeffekt trotzdem schon mal ein richtig guter Gewinn, den wir da fahren und den wir da machen. Wir haben natürlich auch immer viele Artikel, ja, die wir mal günstiger gekauft haben. Manche kaufen wir ein bisschen teurer,
Aber vielleicht setzen wir das nochmal hoch auf die nächsten, sagen wir mal, 20 Cent gerundet. Ist, glaube ich, eine bessere Sache. Weil 50 Cent, da haben sie zu viel gemeckert, fand ich. Dass die Preise ein bisschen zu teuer waren. Tja, müssen wir mal gucken, ne? Wie sich das so verhält. So, 2,6 haben wir. Wir brauchen 3,4. Okay. Wir haben 18 Uhr gleich. Oh, müssen wir nicht anmachen. Und es kommen immer noch genug Kunden rein. Das heißt, wir haben immer noch genug Zeit, gleich dann die Waren auch aufzufüllen. Die Makaronis und noch viele andere Sachen. Oh, was ist denn da noch leer? Nee, Kartoffeln waren das. Okay. So, 2,8 haben wir schon. Die Bio-Eier sind wohl sehr beliebt. Stellen wir gleich mal ein Paket mehr mit, ne? Die 12er-Pack. Wo ist denn das 12er-Pack? Da. Machen wir nochmal eins. Und vielleicht nochmal hier 2 Hähnchen mehr. Dann brauchen wir jetzt 3,5,1,0. Boah, schaffen wir das überhaupt heute alles zu bestellen? Wir haben jetzt gleich schon 7. Bis um 9 haben wir ja noch geöffnet. So, jetzt kommen wir langsam in die Region von 3000 Euro. Der Laden ist immer noch gut gefüllt. Schönen guten Tag, hallo, ich grüße Sie. Kaufen Sie alles, ne? Nehmen Sie alles mit, was Sie brauchen. Ne? Vielleicht gibt es morgen nichts mehr. Zack, 177, 103. Und wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Und Klausi, die machen gar keine Pause, Leute. Die rennen schon seit 2 Folgen, rennen die hier Dauerschleife, ne? Also die sind... Oh, guck mal, der Kaffee ist schon wieder alle. Es ist ja der Wahnsinn. Hat die alles wegkaufen hier, ne? So, 3,4 haben wir. Wir können es schon mal bereit machen, um den ganzen Spaß gleich zu kaufen. 3,5,1,8 brauchen wir. So. Ich hoffe, das können wir noch bestellen, bevor der Laden schließt, ne? Weil ab 21 Uhr... So, wir haben es bestellt. Eieiei. So, Leute. Es hat mal wieder Pakete geregnet, ne? Ist fast wie Weihnachten, ne? Es ist fast wie Weihnachten. Sehr gut. Guck dir das mal an. 92 Pakete liegen hier einfach rum. Eieiei. Mitten auf der Straße, ne? Ach, jetzt haben die Kartoffeln wieder hier, ne? Dass die immer die Kartoffeln direkt einräumen müssen. Die Schlingels. So, ach, guck mal, hier liegen auch noch Pakete. Habe ich beim letzten Mal gar nicht gesehen. Interessant. So, wir müssen gleich mal gucken. Ich glaube, der grüne Tee hatte nämlich, glaube ich, noch kein Lager. So, dann stellen wir uns mal wieder ein Stück vor hier. Das Regal ist voll. Das kann doch gar nicht sein. Doch, ist echt, ist wirklich voll. Okay. Haben wir noch irgendwas anderes? Ich guck mal. Die Tacos, wo habe ich die denn hingepackt? Ach, die sind da oben. Die sind echt voll. Okay. Null. Habe ich zu viele Tacos bestellt? Ach, jetzt wird hier wieder die Spaghettis aufgefüllt. Ich weiß auch gar nicht, in welcher Reihenfolge die Kollegen das machen hier. Es ist immer manchmal ein Rätsel, ne? Das Regal ist voll. Mit grünem Tee. Wo? Warte. Grüner Tee war doch hier vorne, ne? Ist gar nicht voll. Ah, wir haben einfach keinen Lagerplatz für den bisher gehabt. Lass uns den grünen Tee mal hier unten hinpacken. Weil dann können wir es nämlich mal einräumen, so langsam. Küchlein, Zucker, Schokopops. Also von jedem auf jeden Fall jede Menge Waren da. Guck mal, wir haben schon wieder 1,5. Das Regal ist voll. Was? Wir haben zu viel Zucker bestellt? Das kann doch gar nicht sein. Doch, Tatsache. Ist der Zucker denn auch wirklich voll hier? Nee, guck mal. Der ist doch fast leer. Aber nur fast. Okay, gut. Dann stellen wir es auch nochmal hier hoch. Da haben wir noch ein paar Reserven. Da müssen wir auf jeden Fall mal reingucken irgendwann. So, das Auto nimmt uns immer gerne ein Stückchen mit, ne? Finde ich auch sehr freundlich. So, da haben wir noch ein paar Hähnchen. Und die Kollegen sind einfach nur noch im Einräumen, ne? Tipptopp. Das lübt. Die mal mit ihren Hähnchen. Brathähnchen. Oh, da freue ich mich schon auf das Hof-Bergmann-Update, Leute. Da gibt es ja so einen schönen Brathähnchenwagen. Im LS22. Das wird halt auch riesig. Ja, gut. Ich sollte die Leute erstmal machen lassen, ne? So, komm, stell hin. Sehr gut. Dann haben wir da auch erstmal genug. Dann können wir... Ach, jetzt habe ich schon wieder die Hähnchen erwischt. So. Müssen wir einfach mal was anderes nehmen. So, Bierchen ist auch da. Ist natürlich schön, dass die Flaschen hier alle so ein bisschen rumfliegen. Oder halt auch nicht, ne? So. Die Kollegen füllen noch alles wirklich schön auf.
So, diesmal sind wir mit Hähnchen fertig. Milde Bleiche ohne Chlor haben wir auch noch geholt. Da Gute und Dossi haben wir, glaube ich, auch bestellt, ne? So ein bisschen Tee. So, so, so. Lecker Küchlein. Und dann haben wir, glaube ich, gleich alles mal so ein bisschen auf Lager. Beziehungsweise wir gucken gleich das Lager nochmal durch. Die sind immer noch im Einräumen. Es ist echt der Wahnsinn. Ey, guck mal, wie die am Rotieren sind. Was ist denn mit dem Fassbier, Leute? Haben wir jetzt hier kein Fassbier bestellt? Nee, hat er nicht. Super. Machen wir gleich mal 4 Stück. Was fällt denn noch hier so richtig? Den Reis könnt ihr nochmal einbestellen. Und hier nochmal ein. Da nochmal ein. Da nochmal ein. Da und da. So, dann brauchen wir noch Kartoffeln. Machen wir mal 5. Hier, die Dinger sind schon wieder alle. Das kann doch gar nicht sein. Das Wässerchen ist alle. Das ist fast. So, da haben wir erstmal genug Bierchen. Der gute Kaffee. Das Nudossi haben wir noch. Honig. Das machen wir schon mal für den nächsten Tag ein bisschen fertig. Da noch ein bisschen was. Dann den Sugar hier. Den einen brauchen wir nicht bestellen. Das Salz können wir mal wegmachen, weil das brauchen wir wirklich nicht. Die Milch könnten wir nochmal einbestellen. Guck mal hier, der Käse ist auch schon wieder alle. Beziehungsweise einer noch. Einer. Damit 2. Den können wir auch nochmal. Oh, Thunfischcreme ist alle. Vielleicht mal 2 Stück bestellen. Wie komme ich mir jetzt so ein bisschen vor wie der Bestellsimulator? So, hier. Der gute Käse. 2 Stück. Milch ist voll. Auch nochmal 2 Pakete Eier. Toilettenpapier ist alle. Aber wie viel Geld sind wir schon wieder? Bei 1,5. Oh, guck mal, könnten wir sogar noch bestellen direkt am nächsten Tag. Und die Sachen sind auch schon wieder fast leer, ne? Ich wechsle mal den Tag, da kann ich mich direkt bestellen. 20 Produkte nicht gefunden. Gut, das erledigt sich, glaube ich, von selbst. So, wir öffnen schon mal. Dann bestellen wir mal eben fix die Waren. Kaufen. Ja, und ab jetzt machen wir Plus, ne? Richtig Plus, Leute. So, jetzt müssen wir fix alles einsortieren hier, damit die Kunden auch gleich alles haben. Das ist natürlich jetzt nur für unsere Lagerhaltung. Als Occupied bei Restocker sind die gerade dabei. Och, Leute, ey. Mit ihrer Thunfischcreme hier. Kann aber nicht sein. So, Fässer. Das Regal ist voll, das ist richtig. Da können wir mal einen auspacken. Das machen wir eben selber. Da packt der Chef noch höchstpersönlich an hier. Aber ich hoffe, dass diese ganzen Geschichten jetzt hier nach und nach, sag ich mal, von unserem Superentwickler von dem Game hier, dann irgendwann auch nochmal standardmäßig reinkommen, dass man verschiedene Sachen einstellen kann und da vielleicht die Mitarbeiter noch skillen kann und, und. Ne? Also das sind, glaube ich, alles so Sachen, die man sich wünscht. Klar, die Mods sind natürlich das eine. Man hat ja zum Beispiel auch gesehen, dass der LS22 oder überhaupt der Landwirtschaftssimulator sich seine Mods natürlich auch lebt. Ne? Das darf man natürlich auch nicht vergessen. Und wenn es eine große Modding-Szene hat... Oh, haben wir zu viele Kartoffeln? Verdammt, sind schon wieder alle weg? Ja, super. Lebt natürlich die Kultur auch davon. Ne? Also das macht ja auch was aus, ne? Wenn es eine Modding-Szene gibt. Hier werden natürlich noch gewisse Features freigeschaltet, die man anpassen kann. Da haben sich da mal irgendwelche Leute mit beschäftigt. Und wir haben, glaube ich, ein bisschen... Ne, haben wir gar nicht so viel bestellt. Wollte schon sagen. Der hat doch gerade erstmal alles aufgefüllt hier. So, ein paar Eier noch. So, wir haben schon über 400 Euronen. Auf dem Konto 500 sogar schon. Da können wir hier auch nochmal was dazu packen. Der gute Nudossi und das Mehl. So, jetzt sollten wir eigentlich keine Waren mehr haben, die leer sind, ne? Ich glaube, diese Sachen müssen wir noch mal ein bisschen bestellen. Wir könnten hier oben... Oh, das Bier geht gut. Oh, hier. Leute. Die kommen gar nicht mehr nach mit Nachlegen, ne? Eieiei. So, aber unser Lager ist schon recht gut gefüllt, ne? Wir müssen trotzdem noch mal auf ein paar Produkte achten, dass wir die noch mal bestellen. 1, 2... Das ist schon mal gut, das passt auch.
Davon machen wir nochmal ein. Davon nochmal ein. Oh, da können wir auch nochmal einen bestellen hier. Dann haben wir, hier ist alles voll. Hier haben wir noch ein bisschen was auf Lager. Was war das hier? Das war dieses Susus. Oder wie heißt das? Das Susu, ne? Susu heißt das. Das sind Tortilla-Chips. Die haben wir auch noch gut gefüllt. Tee haben wir genug. Dann brauchen wir den Spaß schon wieder. Ich glaube, zwei Stück ordern wir davon nochmal. Auch nochmal zwei. Da haben wir genug. Hier sind nur noch vier Stück drin. Ja, können wir trotzdem nochmal einen bestellen. Da oben auch nochmal. Und jetzt müssen wir, glaube ich, hier die... Hier Toilettenpapier brauchen wir, glaube ich, mehr, ne? Warte mal, ich packe das mal kurz hier. Da, da und da rein. Dann machen wir nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann zwei davon, zwei davon, drei davon, zwei davon, davon. Ach, guck mal, wir haben sogar noch Bier eingepackt. Und zwei davon. So, dann brauchen wir mal ein bisschen Kartoschkis. Ein bisschen davon, davon. Warum habe ich eigentlich Kartoffeln da reingepackt? Tee haben wir genug. Hot Sauce brauchen wir noch ein bisschen. Ein bisschen Mayo. Davon ein paar. Davon. Davon. Und ich glaube, dann haben wir alles, ne? Lass mal gucken. Was ist das für ein Warenwert? 3.155 Euro. Aber ich glaube, dann haben wir wirklich alles. Was? Den 12er-Pack kannst du nicht finden? Die 12er-Pack habe ich doch bestellt, du Eule. Hä, ist doch da. Ach, die hier. Schon wieder alle? Mal zwei Stück bestellt, ne? Kann doch nie sein. Haben die echt vergessen? Mann, 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 Mann. Was man nicht im Kopf hat, ne? Pommes sind auch alle. Eieiei. Leute, Leute. Wie können denn die Pommes alle sein? So, 2,6 haben wir. 2,7. Ja, 3.200 Euro brauchen wir. Und dann haben wir wirklich alles da. So, wir machen nochmal nicht an. Das sage ich, glaube ich, schon seit gefühlt zwei Folgen. Ach ja, was ist denn hier los? Haben wir kein Wasser mehr? Lol, das Wasser, ey, das wird ja auch weggekauft. Geht ja gar nicht. Echt kein Wasser mehr da? Doch. Ja, die kommen nicht mehr klar mit Einräumen, ne? Die guten Leute. Ich glaube, wir sollten die echt mal gleich zum Ende des Tages durchlaufen lassen, damit die halt wirklich auch alles haben, ne? So, wir können gleich hier unsere Bestellung machen. Ach, können wir sogar schon. Zack. Da werden wir da so zwei, drei Pakete geliefert. Grüße. Hallo. Und dann wird einfach weiter aufgefüllt, ne? Och, jetzt belegen die schon wieder hier die halben Hähnchen, ne? Das ist wirklich immer so ein Ding, ne? So. So, das Regal ist voll. Oder habe ich die gar nicht definiert hier? Hä? Warte mal. Ach, die 12er haben wir doch gar nicht drin gehabt. Lol, deswegen waren die auch alle. Jetzt verstehe ich das auch. Das ist natürlich kein Wunder, ne? Das Regal ist voll. Das kann nicht voll sein. Doch, es ist wirklich voll. Die haben es einfach noch nicht eingeräumt. Ach, Menno. Ist natürlich bitter, ne? So, da waren noch Eier. Toilettenpapier, milde Bleiche ohne Chlor, Pommes. So. Ein Stück vorlaufen. Da haben wir auch noch mal ein paar Eier. Also die 12er Eier haben wir jetzt mehr als genug. Ne? Da packen wir oben noch mal was hin. Die sind, glaube ich, auch sehr beliebt. Da sind noch nicht so viele drin. Das Regal ist auch voll. Das Susush ist voll. Ah, da können wir da noch mal ein bisschen was reinpacken. Die haben auch manchmal so halb leere Pakete. Das wünsche ich mir auch noch mal, dass die dann halt erstmal so die leeren Pakete nehmen und dann den Rest, ne? Da haben wir 17 im Rack. Er zeigt das auch immer an. Und das Regal ist auch voll. Laut Aussagen hier des guten Kollegen. Das ist... warte mal. Ach ja, hier.
Da können wir die nämlich wieder da einräumen. Da haben wir auch noch ein bisschen was. Da kam nämlich ein bisschen durcheinander. Und hier haben wir noch ein bisschen Kartoffeln. So, ich glaube, wir haben alle Pakete soweit eingesammelt. Der Laden ist immer noch geöffnet. Wir haben schon wieder 2000 Dollar auf dem Konto. Und es wird fleißig hier weiter eingekauft. Na, guck mal, die kommen gar nicht hinterher, die Leute. Müssen wir mal ein bisschen mithelfen. So, nehmen wir mal das hier mit. Packen wir nochmal ein bisschen selber mit an hier. Das müssten die gewesen sein, ne? Genau, guck mal. Ist echt leer gewesen. Wundert mich so ein bisschen. Aber ja. Schön. Guck mal, volle Lager. Mehr oder weniger. Wir haben immer sogar noch ein bisschen Platz. Könnten jetzt nach und nach nochmal so ein paar Waren bestellen. Aber ich würde jetzt erst einmal durchlaufen lassen. Damit wir da jetzt ja nicht zu viel wieder bestellen, ne? Wobei, zu viel gibt es eigentlich nicht. Guck mal, selbst Thunfisch sind so noch nicht nachgekommen. Der ist nämlich auch noch nicht aufgefüllt. Zack. Dann haben wir eine Mozzarella. Wo ist denn Giovanni Zorell? Hier, da ist er. Machen wir auch noch mal ein bisschen voll hier. So, wenn die Taste L nicht geht, kann man jetzt auch checken, dass das Ding leer ist, ne? Das ist halt auch sehr praktisch. Aber das sieht doch nochmal voll lagern aus hier. Können wir gucken, ob wir da noch ein bisschen was einräumen können. Guck mal, ist nämlich gar nicht voll. So ein paar, ne, haben wir noch. Sehr gut. Dann räumen wir das mal ein. Können natürlich auch jederzeit immer mithelfen, ne? So, das können wir nicht einräumen. Das können wir einräumen. Guck mal, da haben wir noch ein bisschen Platz. Das sieht auch gut aus. Hatte ich sonst noch irgendwelche Kisten hier? Ja, das war die. Die haben wir ja gerade eben gemacht, ne? So, Toilettenpapier. Brauchen wir halt auch noch ein bisschen. Aber da werden wir uns, glaube ich, dann in der nächsten Folge drum kümmern. Ich glaube, es müsste auch alles eingeräumt sein, oder? Machen schon Leute Pause? Ne, guck mal. Klaus, die müssen jetzt wirklich ran an eine Schippe. Die müssen jetzt wirklich arbeiten. Wir springen schon mal auf den nächsten Tag. So, Produkte nicht gefunden. Hat natürlich deutlich, ist natürlich deutlich weniger gewesen. Rechnung und Miete wurde abgezogen. Wir haben immer noch 2600 Euro. Und ich lasse Klaus hier nochmal ein paar Sachen einräumen. Ich bedanke mich wie immer recht herzlich fürs Einschalten. Wünsche euch allen noch einen angenehmen Tag. Und dann, ja, sage ich mal bis dahin. Tschüss, ciao, bye, bye. Euer Homer.